Herzlich willkommen zum DIN5-Tutorial. Hier geht es um Mehrkörpersysteme. Wir fackeln nicht lange und fangen auch gleich an. Servus. Hey, Jürgen. Detlef, alles klar? Ja, logisch. Für die Klausur in Biomechanik muss ich herausfinden, was Mehrkörpersysteme sind. Ach, Mehrkörpersysteme. Hast du davon schon was gehört? Ja, natürlich. Das sind Mehrkörpersysteme. Einfach ein System aus mehreren Körpern, das untereinander in einer Kraftbindung oder Gelenkbindung steht. Okay, das hört sich alles ganz plausibel an. Kannst du mir das vielleicht veranschaulich an einem Beispiel erklären, damit ich das besser einbringen kann? Ja, das ist ganz einfach. Ich, zum Beispiel dein menschlicher Körper, der besteht ja aus mehreren Elementen. Zum Beispiel hast du hier einen Arm und deinen Rumpf. Mhm. Und die sind ja untereinander durch diesen Schultergelenk verbunden. Mhm. Und die Muskeln bringen die Kraft auf, um die Gelenke und die verschiedenen Körper gegeneinander zu bewegen. Aha, okay, alles klar. Und die Muskeln sind also die Kraftelemente in einem Mehrkörpersystem. Die erzeugen dann die entsprechende Rotation und die entsprechende Translation der Einzelelemente. Genau, das hast du immer wieder schnell gemerkt. Ja, super. Dann lasse ich auf jeden Fall Bescheid, bin gut vorbereitet und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, viel Spaß bei deiner Klausur. Mach's gut, ne? Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst, was mein Mitbewohner Jürgen euch denn gerade erzählt hat. Das Wichtigste fassen wir kurz noch einmal zusammen. Ein Mehrkörpersystem ist ein mechanisches System von Einzelkörpern, welche durch Gelenke miteinander gekoppelt sind. Mehrkörpersysteme bestehen üblicherweise aus starren Körpern bzw. Punktmassen. Als starrer Körper wird ein beliebig ausgedehnter, nicht verformbarer Körper bezeichnet. Hier befinden sich alle Körperpunkte in einem festen Abstand zueinander. In der Theorie schaut man sich aber nicht die Masseverteilung eines Starrkörpers an, sondern den Schwerpunkt. So kann der Starrkörper als Punktmasse modelliert werden. Dies erleichtert die einzelnen Berechnungen, wenn es um die Simulation und Animation von Mehrkörpersystemen geht. Die Bewegung der benachbarten Starrkörper wird durch Gelenke eingeschränkt. Dazu werden kinematische Zwangsbedingungen eingeführt. Allgemein definiert ist ein Gelenk eine bewegliche Verbindung von mehreren Einzelkörpern. Bei Menschen sind die einzelnen Körper die Knochen. Durch Gelenke wird die menschliche Bewegung aufgrund einer Aktivierung umgesetzt. Natürlich wird auch im menschlichen Körper in bestimmte Gelenktypen unterschieden. Hier abgebildet sehen wir das Kugel- und das Scharniergelenk. Beim letzteren ist die Bewegung nur um eine Achse möglich. Mit einem Scharniergelenk lassen sich lediglich einfache Beuge- und Streckbewegungen realisieren. Beispiele dafür wären das Kniegelenk, Ellbogengelenk, das Sprunggelenk oder auch die einfachen Fingergelenke. Das Kugelgelenk bietet den größten Bewegungsspielraum um drei Achsen. Beschränkungen hier können durch sogenannte Gelenksanschläge entstehen, wie zum Beispiel bei der Schulter. Die Freiheitsgrade definieren, in welche Richtung ein Körper bewegt werden kann. Dabei wird jede individuelle Bewegungsrichtung einzeln gewertet und aufsummiert. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Freiheitsgraden. Translatorische Freiheitsgrade geben an, ob es möglich ist, den Körper im Raum zu bewegen, zum Beispiel nach oben unten, links rechts oder vorne hinten. Rotatorische Freiheitsgrade geben an, ob es möglich ist, den Körper um verschiedene Achsen zu rotieren. Diese Achsen sind, bezogen auf den Menschen, einmal die Körperbreitenachse, zum Beispiel bei einem Salto, die Körperlängsachse, zum Beispiel bei einer Pirouette, sowie die Körpertiefenachse, zum Beispiel beim Radschlagen. Durch den Vergleich mit einer Punktmasse fallen weitere Eigenschaften auf. Die Punktmasse vereint ihre komplette Masse in einem Punkt und besitzt keine räumliche Ausdehnung, also kein Volumen. Der starre Körper hingegen besitzt neben seiner Masse auch ein Volumen und eine Dichte. Demzufolge besitzt die Punktmasse nur drei translatorische Freiheitsgrade. Der starre Körper besitzt, aufgrund seiner räumlichen Ausdehnung, neben den drei translatorischen zusätzlich drei rotatorische Freiheitsgrade. Der Körperschwerpunkt beschreibt den Massenmittelpunkt des menschlichen Körpers. Dabei handelt es sich um einen gedachten Punkt, an dem die Gravitationskraft angreift. Der Mensch ist ein komplexes System, welches sich aus mehreren Körpersegmenten zusammensetzt. Die einzelnen Segmente sind in folgender Tabelle benannt. In der rechten Spalte findet man den prozentualen Anteil zur Gesamtmasse eines Körpersegments aufgelistet. Wir sehen, den größten Anteil unserer Gesamtmasse nimmt der Rumpf ein mit einem Wert von 43%. Ein Oberschenkel, sagen wir mal der linke, nimmt 12% unserer Gesamtmasse ein. Beide Oberschenkel zusammen nehmen also ein Viertel unserer Gesamtmasse ein. Im zweiten Teil des Tutorials geht es weiter mit der Unterscheidung zwischen inhomogenen und homogenen Körpern.